Verehrter Theophilus, nachdem jetzt schon viele Personen sich daran versucht haben, einen Bericht zusammenzustellen von den Dingen, die sich in unserer Mitte ereignet haben, und das aufgrund der Aussagen derjenigen, die selbst Augenzeugen waren und sich dann der Aufgabe gewidmet haben, diese Botschaft weiterzugeben, habe ich es für gut erachtet, es für dich der Reihe nach aufzuschreiben, nachdem ich alles ganz genau von seinem Anfang an untersucht habe, damit du die Zuverlässigkeit der Berichte und Aussagen erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. Diese Dinge ereigneten sich in der Zeit, als Herodes König über Judäa war. Damals lebte ein Priester namens Zacharias, der zur Unterabteilung Abia gehörte. Seine Frau hieß Elisabeth. Sie stammte direkt vom obersten Priester Aaron ab. Beide lebten sie gerecht vor Gott und folgten allen Gesetzen und Anweisungen Gottes des Herrn, ohne davon abzuweichen. Doch sie hatte kein eigenes Kind, weil Elisabeth keine Kinder bekommen konnte. Außerdem waren sie schon beide im fortgeschrittenen Alter. Da geschah Folgendes. Zacharias war gerade dabei, seine Aufgabe als Priester vor Gott zu verrichten, weil seine Abteilung zu dieser Zeit an der Reihe war. Bei der gewohnheitsmäßigen Auslosung der verschiedenen Priesterdienste war ihm die Aufgabe zugefallen, das Weihrauchopfer darzubringen. Und so ging er in den Tempel Gottes des Herrn hinein. Das war zu dem Zeitpunkt, wo das Weihrauchopfer dargebracht wurde. Zu dieser Zeit stand die ganze Menschenmenge betend draußen vor dem Gebäude. Da erschien ihm plötzlich ein Engel, der von Gott, dem Herrn, kam. Er stand rechts vom Rauchopferaltar. Als Zacharias ihn erblickte, erschrak er und wurde von großer Furcht erfasst. Der Gottesbote sagte zu ihm: Hab keine Angst, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird einen Sohn zur Welt bringen. Du wirst ihm den Namen Johannes geben. Für dich wird er ein Grund zu großer Freude und lautem Jubel sein. Ja, viele Menschen werden sich über seine Geburt freuen. Er wird große Bedeutung vor Gott erlangen. Wein und andere berauschende Getränke wird er nicht trinken. Schon im Leib seiner Mutter wird er vom Heiligen Gottesgeist erfüllt sein. Ja, durch ihn werden sich viele Angehörige des Volkes Israel wieder zum Herrn, ihrem Gott, zuwenden. Dem wird er selbst als Vorläufer vorausgehen, genauso erfüllt vom Gottesgeist wie damals der Prophet Elia und genauso voller Kraft. Die Herzen der Eltern wird er zu ihren Kindern hinwenden und die Widerspenstigen werden durch ihn zu Gerechten werden. So wird er dafür sorgen, dass für den Herrn ein Volk vorbereitet ist. Da brachte Zacharias gegenüber dem Gottesboten diesen Einwand vor. Woran kann ich das erkennen? Denn ich bin alt und meine Frau ist auch schon in die Jahre gekommen. Der Gottesbote antwortete ihm: Ich bin Gabriel, der vor Gott steht, bereit, seine Aufträge zu erfüllen. Er hat mich beauftragt, mit dir zu reden und dir diese gute Nachricht zu überbringen. Achte auf meine Worte. Du wirst stumm werden und die Fähigkeit zum Sprechen verlieren bis zu dem Tag, an dem sich das ereignen wird. Das geschieht, weil du meinen Worten nicht vertraut hast. Und doch werden sie sich bis zu dem für sie vorherbestimmten Zeitpunkt Stück für Stück erfüllen. Die Leute warteten draußen und wunderten sich darüber, warum Zacharias so lange im Tempel blieb. Als er schließlich herauskam, war er nicht in der Lage, zu ihnen zu sprechen. Da merkten sie, dass er im Tempel eine Erscheinung gesehen hatte. Sie verständigten sich mit ihnen durch Handzeichen, weil er weiterhin stumm blieb. Als dann die Zeit seines Tempeldienstes beendet war, kehrte er wieder in sein Haus zurück. Bald darauf wurde seine Frau Elisabeth schwanger. 5 Monate lang zeigte sie sich nicht in der Öffentlichkeit. Sie sagte: Das hat Gott der Herr für mich getan. In diesen Tagen hat er mich in seiner Freundlichkeit angeschaut
die Schande von mir weggenommen. Als sie im sechsten Monate schwanger war, wurde Gabriel, der Gottesbote, von Gott ausgesandt, diesmal in einer Ortschaft in Galiläa namens Nazareth. Er kam zu einer jungen, unverheirateten Frau. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, einem Nachfahren von König David. Diese junge Frau hieß Maria. Gabriel trat zu ihr in das Haus ein und sagte: Sei gegrüßt. Dich hat Gott mit seiner Gnade ausgezeichnet. Er, der Herr, ist mit dir. Maria erschrak über diese Aussage und überlegte, was dieser außergewöhnliche Gruß bedeuten sollte. Da sagte der Gottesbote zu ihr: Hab keine Angst, Maria. Gott hat dich mit seiner Gnade beschenkt. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird sehr bedeutend sein und Sohn des Allerhöchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vorfahren David übergeben. Er wird bis in alle Ewigkeit als König über das Haus Jakob herrschen. Ja, seine Herrschaft wird niemals enden. Da sagte Maria zu dem Gottesboten: Wie soll das geschehen? Ich habe noch nie mit einem Mann geschlafen. Der Gottesbote antwortete ihr: Der heilige Gottesgeist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird ihren Schatten über dich werfen. Deshalb wird das Kind, das du zur Welt bringen wirst, heilig sein. Sohn Gottes wird es genannt werden. Achte darauf. Deine Verwandte Elisabeth ist auch schwanger und erwartet trotz ihres hohen Alters einen Sohn. Sie ist jetzt im sechsten Monat, sie, von der gesagt wurde, sie kann keine Kinder bekommen. Das zeigt, bei Gott ist überhaupt nichts unmöglich. Maria antwortete: Hier bin ich, eine Dienerin Gottes des Herrn. Es soll genauso geschehen, wie du es gesagt hast. Danach verließ der Gottesbote sie wieder. Maria machte sich in diesen Tagen auf und reiste so schnell wie möglich ins Bergland, in einen Ort im Gebiet des Stammes Juda. Sie trat in das Haus von Zacharias ein und grüßte Elisabeth. Als Elisabeth diesen Gruß von Maria hörte, hüpfte das Kind in ihrem Bauch. Da wurde Elisabeth vom heiligen Gottesgeist erfüllt. Mit lauter Stimme rief sie aus: Du bist wirklich gesegnet. Mehr als alle anderen Frauen und auch das Kind in deinem Leib ist hoch gepriesen. Wie komme ich nur dazu, dass die Mutter meines Herrn sich selbst auf den Weg zu mir macht? Das sollst du wissen. Als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind in meinem Leib vor lauter Jubel. Du bist wirklich glücklich zu preisen, denn du hast Gott vertraut, dass er das, was er dir zugesagt hat, auch zum Ziel bringen wird. Da sagte Maria: Mit allem, was ich bin, will ich Gott, den Herrn, hoch erheben. Ja, mein Innerstes jubelt über Gott. Er ist der, der mich aus allem erlöst. Ganz tief hat er sich herabgebeugt und mich, seine Dienerin, voller Liebe angeschaut. Von jetzt an werden alle Generationen mich glücklich nennen, denn er, der Mächtige, hat große Dinge an mir getan. Sein Name ist heilig. Von Generation zu Generation wendet er sich freundlich und liebevoll denen zu, die ihm mit Ehrfurcht begegnen. Große Machttaten hat er vollbracht. Ja, er hat die, die in ihrem Herzen aufgeblasen sind, in alle Himmelsrichtungen zerstreut. Die Machthaber hat er von ihrem Thron gestoßen und die Elenden aufgerichtet. Die Hungernden hat er mit allem Guten versorgt und die Reichen ohne alles fortgeschickt. Sein Kind, sein Volk Israel, hat er in seine Arme geschlossen, so wie er es in seiner Barmherzigkeit immer wieder getan hat. So hat er es unseren Vorfahren versprochen, Abraham und seinen Nachkommen. Diese Zusage gilt bis in die fernste Zukunftszeit. Maria blieb etwa 3 Monate bei Elisabeth und kehrte dann nach zu Hause zurück.
Danach kam für Elisabeth die Zeit der Geburt und sie brachte ihren Sohn zur Welt. Die Menschen in ihrer Umgebung und ihre Nachbarn hörten davon. Da lobten sie Gott, weil er ihr so deutlich seine Freundlichkeit und bedingungslose Gnade geschenkt hatte. Am achten Tag nach der Geburt kamen sie alle zum Beschneidungsfest des Kindes zusammen. Dabei wollten sie ihm den Namen Zacharias geben, weil sein Vater auch diesen Namen trug. Da unterbrach seine Mutter: Nein, sondern er soll Johannes heißen. Sie erwiderten: Warum? Keiner in deiner Verwandtschaft trägt diesen Namen. Sie fragten seinen Vater in Zeichensprache, wie er ihn nennen wollte. Da verlangte er nach einer Schreibtafel und schrieb dann darauf: Sein Name ist Johannes. Da staunten alle sehr. Mit einem Mal öffnete sich sein Mund wieder und seine Zunge löste sich und er begann, Gott zu loben. Alle ihre Nachbarn wurden von Ehrfurcht erfasst und überall im Bergland von Judäa erzählten die Leute von diesen Ereignissen. Und alle, die das hörten, wunderten sich darüber und fragten sich: Was wird wohl aus diesem Kind werden? Und es war wirklich so. Die gute Hand Gottes begleitete den Jungen. Da wurde sein Vater Zacharias vom Heiligen Gottes Geist erfüllt. Unter dessen Eingebung sprach er prophetische Worte: Gelobt sei der Herr, er ist der Gott des Volkes Israel. Er hat sein Volk mit Liebe angesehen und ihm Erlösung geschenkt. Im Hause Davids, seines Dieners, hat er ein mächtiges Zeichen der Errettung aufgerichtet. So hat er es seit ewigen Zeiten durch seine heiligen Propheten vorausgesagt. Er schenkt uns Errettung vor unseren Feinden und von allen, die uns mit Hass begegnen. Auch dadurch wollte er unseren Vorfahren seine Freundlichkeit zeigen und seinen heiligen Bundesschluss in die Tat umsetzen. Er löst den Eid ein, den er unserem Vorvater Abraham geschworen hat. Ja, Gott hat uns versprochen. Er befreit uns aus der Hand unserer Feinde. So können wir ihm ohne Furcht heilig und gerecht dienen, solange wir leben. Und du, Kind, wirst Prophet des höchsten Gottes genannt werden. Du wirst dem Herrn vorangehen und seine Wege vorzubereiten. So wirst du seinem Volk helfen zu erkennen, dass er sie retten und ihre Sünden vergeben will. So barmherzig wendet sich Gott uns zu. Ja, wie ein Sonnenaufgang, der die Dunkelheit vertreibt. Alle, die unter dem Todesschatten leben, können aufatmen. Er wird uns auf den Weg des Friedens führen. Das Kind wuchs heran und wurde stark durch den Gottesgeist. Später hielt Johannes sich in den einsamen Wüstengegenden auf, bis zu dem Tag, an dem er öffentlich vor dem ganzen Volk Israel auftrat.